Moderne Kunst konzentriert sich heute oft auf abstrakte Formen und Farben. Der Mensch mit seinen Widersprüchen, Höhen und Tiefen scheint etwas aus der Mode gekommen. Wir haben nach Malern gesucht, die sich seiner widmen. Einer von ihnen ist Axel Gundrum. Wir haben den Maler in der Galerie Roland & Kutschera in Prenzlauer Berg getroffen. Du hast mal gesagt, ich bin unmodern. Ja. Damit meine ich natürlich nicht, mich außerhalb der künstlerischen Moderne zu stellen, sondern ich meine eher damit, ich bin unmodisch sozusagen. Und alles will immer modern sein und so weiter, und dieses Gerenne, dass ich da nicht mitmachen will, habe ich denn diese Formel, ich bin unmodern. Ich sage auch manchmal, ich bin postmodern, weil ich mich außerhalb dieses Bewegungsrahmens stelle und für mich die Vergangenheit nicht gleichbedeutend ist, aber nicht die Gegenwart einen Alleinvertretungsanspruch hat, sondern Vergangenheit. Und das ist das Schöne bei der Kunst, man kann sich allen gleichzeitig hinwenden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Malen gehört für Axel Gundrum zum Leben wie das Atmen. Meist arbeitet er zu Hause in seinem Atelier in Potsdam. Sein Schlüsselerlebnis hatte der heute 61-Jährige, als er als Jugendlicher mal einen Katalog in die Hände bekam, mit Bildern des Malers Otto Dix, einem Vertreter des Realismus. Eine Kunstform, die ihre Vorbilder in der Wirklichkeit sucht, aber mit dem künstlerischen Blick hinter die Oberfläche. Auch Gundrum fühlt sich dem Realismus verpflichtet. Sein zentrales Thema ist der Mensch. Francis Bacon hat einmal gesagt, also Kunst sei eine unablässige Beschäftigung mit dem Leben. Und da wir schließlich menschliche Wesen sind, gilt unser Hauptaugenmerk uns selbst. Und ich finde, das fasst es sehr gut zusammen. Und ich bin auch nach wie vor immer noch oder immer wieder und immer neu vom Menschsein inspiriert. Und das ist für mich die Quelle meiner künstlerischen Auseinandersetzung. Weil ich ja nun mich mit dem Menschen beschäftige und mit dem Leben beschäftige, habe ich auch was zu sagen oder was zu erzählen. Und deswegen ist für mich die Form des Realismus für die geeignetste Erzählform, die sich nicht nur auf die Kunst selber bezieht, sondern eben auch auf das, was dargestellt wird. Also ich betrachte manchmal meine Bilder auch wie eine kleine Bühne, auf der ich inszeniere und in der ich irgendwie was nachspiele. Und der Realismus ist halt eine Möglichkeit, nicht nur das Gesehene, sondern auch das Gesehene zu interpretieren, es darzustellen. Und dazu brauche ich allerdings auch Formen, die Menschen nicht in die Irre führen oder auch nicht wegführen, sondern nach Möglichkeit in die Bilder selber hineinführen. Das heißt also auch eine nachvollziehbare Form. Ich muss mich nicht verrätseln. Gundrums Werke strahlen oft eine Melancholie aus, wie hier in der Jubiläumsausstellung des Künstler-Sonderbundes in den Weddinger Uferhallen im November 2010. Derzeit sind Werke von Gundrum in Berlin gleich in zwei Galerien zu sehen. Eins davon im Vereinshaus der Berliner Künstler. Titel der aktuellen Schau dort: Tit a Tit. Tit a Tit ist der große Rahmen. Man kann das so auffassen, dass innerhalb des Motivs eine Situation dargestellt ist, die ein gewisses Tête-à-Tête, das heißt ein Zwiegespräch oder ein Dialog, etwas Dialogisches im Bild motivisch dargestellt wird. Oder es wird über eine Diptychon-Konstellation, also zwei Bildtafeln, die zusammengehören, die sich aufeinander beziehen, eine kommunikative Situation dargestellt, künstlerisch-kommunikative Situation. Tit a Tit läuft noch bis zum 11. Januar 2015. Darüber hinaus ist Gundrum einer von 11 Künstlern in der Ausstellung Artgeschoss der Galerie Roland & Kutschera in der Baumbachstraße. Schobin ist der Kurator der Ausstellung. Erstmal, Herr Schobin, was ist denn eigentlich Artgeschoss?
Artgeschoss ist eine internationale Kunstausstellung, die ich mit der Stadt Wolfenbüttel zusammen organisiert habe vor zwei Jahren. Und das war eine erfolgreiche Ausstellung 2013 in Wolfenbüttel, in 2014, also in diesem Jahr war das auch ein Erfolg. Und jetzt versuche ich Artgeschoss auch in etwas kleinerem Format hier in Berlin zu organisieren, zu präsentieren. Also die Künstler, die ich bei Artgeschoss ausstelle, auch hier zu zeigen. Gibt es ein spezielles Konzept für die Ausstellung bzw. zentrales Thema? Also es gibt kein konkretes Thema, es gibt aber Kriterien, nach denen ich die Künstler aussuche. Und zwar ist es für mich sehr wichtig, dass die Künstler professionell sind, dass die Ideen, Intentionen haben und dass die, wie ich gesagt habe, schon professionell darstellen können. Ein professioneller Künstler ist derjenige für mich, der, sagen wir mal, die ganzen Grundlagen kennt. Komposition, Malerei, Zeichnen, Anatomie, Perspektive, das ist halt Handwerk. Und natürlich muss das Wichtigste auch noch dazu gehören, das ist die Idee. Wenn ich sehe, dass der Künstler wirklich was zu sagen hat, dass er eine Intention hat, dass er uns irgendwie etwas zu erzählen hat und das alles mit diesen Grundsteinen verbindet in seinen Gemälden, dann ist das für mich derjenige, den ich sehr gerne ausstellen möchte. Egal, ob die Idee, die er in seinen Bildern darstellt, mich anspricht oder nicht. An Gundrums Werken schätzt der Kurator den Sarkasmus und die Menschlichkeit. Man könne sein eigenes Leben und die Welt darin sehen. Wie findest du Motive und Figuren? Ja, also ich finde sie, weil ich sie wahrscheinlich suche. Und die Motive, die Dinge, die springen mich an. Also manchmal sind das Konfrontationen auf der Straße, wo ich mit Menschen konfrontiert werde, die mich so faszinieren, dass ich ihnen nachgehe. Zum Beispiel jetzt hier in dieser Ausstellung ist auch dieser Mann mit schiefem Mund, der mir so, wie er ist, mal auch im Bus begegnet ist. Und ich bin ihm nachgestiegen und bin so etwas verstohlen, über die Schulter blickend, habe ich versucht, mir alles einzuprägen, weil ich die Menschen, mit denen ich mich, die für mich als Darsteller agieren, ich lade sie mir nicht ins Atelier. Weil diese Verbindung, die man im Atelier mit einem Menschen eingeht, die kann ich nicht halten. Also auch diese sozialen Aspekte, die damit zu tun haben, kann ich mich nicht ausliefern, weil da bin ich eigentlich zu verbindlich in meinen Formen. Und ich brauche die Menschen eigentlich nur als meine Darsteller für meine Geschichten. Und so führe ich Skizzenbuch und versuche, das festzuhalten, was ich als Wahrnehmung habe. Es ist natürlich manchmal auch stimmungs- oder lebenssituationsabhängig. Ich habe das früher immer abgestritten. Ich habe immer gesagt, ich denke mir meine Bilder aus und das ist ganz egal, was ist. Meine Lage hat darauf gar keinen Einfluss. Das war natürlich eine ziemliche Illusion. Und meine Lebensumstände spiegeln sich auch in meinen Bildern wider. Mehr sogar heutzutage, wie ich einräumen muss, als mir lieb ist. So, und dann entstehen manchmal Situationen, wo ich dann mir dieses Thema aufgreife, was dann realisiert wird. Also zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, das war so eine Phase, wo ich bemerkt habe, ich werde immer grauer und trüber in meinen Bildern. Ich muss wieder zur Farbe zurück. Also in einer etwas spektakulären Inszenierung, die zwar Weihnachtsmarktmotiv ist, aber im Grunde nicht so richtig wie Weihnachten aussieht durch die Farbgebung. Ja, und das ist dann eben sehr stark von der momentanen Situation abhängig. Springst du von einem unfertigen Bild zum anderen oder arbeitest du immer nur an einem Werk? Ja, das kommt immer drauf an. Also normalerweise wende ich mich immer einem Werk zu und möchte jetzt gerne, dass ich das zu Ende führe. Und das halte ich auch immer für, dass ich eine gelungenere Arbeitsweise habe. Ich fühle mich besser, wenn ich das in einem Stück machen kann, wünsche mir das auch immer, so in einem Guss. Das fängt meist so an, dann gerät es aber mitunter auch ins Stocken. Und manchmal stockt es ganz erheblich und manchmal stockt es sogar jahrelang.
und ich arbeite nicht dran weiter. Muss mir das auch irgendwie dann aus den Augenwinkeln herausnehmen. Und was mit großen Dramen verbunden ist, weil man natürlich dann mit den eigenen Selbstzweifeln mal wieder sehr zu tun hat. Das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile mehrere Arbeiten stehen habe, die unfertig sind. Also in einem Zustand, wo man vielleicht sogar nur noch ein bisschen dran machen musste. Aber irgendwie man auch Angst hat, vielleicht manchmal die Dinge auch zu Ende zu bringen. Also zu einem Abschluss zu bringen. Das hat auch oft was mit dem allgemeinen persönlichen Zuständen zu tun, in dem man sich befindet. Doch so ganz fertig sollen Gundrums Bilder ohnehin nicht werden. Denn zu Ende erzählen will der Künstler seine Geschichten nicht. Das überlässt er dem Betrachter selbst.